Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. So, schauen Sie gerade noch ein bisschen um. Da ist auch nicht allzu viel. Und gehen dann mal los, die anderen Wissenschaftler finden. Beziehungsweise die anderen Leiter der jeweiligen Abteilungen. Und dann gucken wir mal, ob wir halt irgendwie das... Ach, Kinders. Ich vergesse es doch echt immer wieder. Und wir gucken mal vielleicht dann noch... Bestimmt für, wie gesagt, für unseren Wissenschaftler von draußen. Sollten wir ja noch was mitnehmen aus seinem Labor. Wann erzählst du mir etwas über diese mysteriöse Phase 3? Du weißt, dass ich nicht darüber reden kann. Du warst also dabei, als die Bomben fielen. Das muss schrecklich gewesen sein. Verzeihung. Geht. Wir haben es ja einigermaßen überstanden. Fortschrittliche Systeme. Das sieht doch mal interessant aus. Ja, fortschrittlich. Sie sitzt schon seit mehr als 2 Stunden dran. Was falls ist sie es noch überhaupt? Niemand erwähnt nicht. Hat, von jetzt 22 bis 6 Uhr ist Ruhezeit. Entschuldigung. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für Quentin. Aber ich kann ja nicht an 2 Orten gleichzeitig sein. Zumindest jetzt noch nicht. Hallo. Tja, das war produktiv. Eines Tages entwerfe ich einen effizienteren Reaktor, um diesen alten Schrott im Keller zu ersetzen. Hey, Doc. Oh, hallo. Tut mir leid, wenn ich abgelenkt bin. Ich habe mir 5 Baupläne gemerkt und vergleiche sie jetzt im Kopf. Was denn für Baupläne? Hauptsächlich Komponenten für eine neue Plasmapistole, an der ich arbeite. Hochenergiewaffen sind für mich so eine Art Hobby. Aber ich bin froh, dass du hier bist. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich Vater bewundere. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich hoffe wirklich, du bleibst bei uns. Ja, danke. So ja gut, Energiewaffen. Nehme ich immer gerade die Muni mit? Ja? Ja? Gut, Nathan hat erstmal nichts zu sagen. Dann gehen wir mal zum... Entschuldigung, Doktor. Ah, du bist es. Endlich eingetroffen. Ja, ja. Ich weiß, wer du bist. Wissen wir alle. Vater freut sich bestimmt sehr, dass du da bist. Aber hoffentlich stört das unsere Arbeit nicht. Ich habe den Eindruck, dass du mich nicht hier haben willst. Was ich will, ist in diesem Fall irrelevant. Vater hat seine Befehle erteilt. Oh, bevor ich's vergesse, zeig mir mal deinen Pip-Boy. Ich soll da einen Runner-Chip installieren, Anweisung von Vater. Du sollst freien Zugang erhalten und das Institut jederzeit betreten und verlassen können. Ein Runner-Chip? Was macht er? Das gleiche, was er auch für die Runner macht. Er schafft eine Verbindung zum Transmitter, sodass sie nach Belieben kommen und gehen können. Und falls dir die Bedeutung nicht ganz klar sein sollte, niemand außer dir hat diese Möglichkeit. Das sollte dir zeigen, wie sehr dir Vater vertraut. Also... Wenn es sonst nichts mehr gibt, muss ich zurück an die Arbeit. Ist alles in Ordnung, Dr. Lee? Du wirkst ziemlich angespannt. Ja, es läuft alles gut. Tut mir leid, ich bin nicht oft unter Leuten. Ich konzentriere mich lieber auf die Arbeit. Dr. Lee? Erzähl mir von den Leuten in deiner Abteilung. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Dr. Watson ist der leitende Wissenschaftler für Spezialprojekte. Er ist, wie soll ich sagen, sehr strukturiert und genau. Dr. Orman ist die jüngste Wissenschaftlerin im Institut und so eine Art Wunderkind in puncto Physik. Dr. Lee? Ich hätte gern einen Fortschrittsbericht über deine Abteilung, wenn es geht. Wie ich sehe, fühlst du dich in deiner neuen Position wohl. Nun gut. Wir haben die Ressourcen von anderen Projekten wie dem Kindersynth abgezogen, um uns auf Phase 3 zu konzentrieren. Ich hoffe, die Anstrengungen an der Oberfläche sind erfolgreich. Wie ich hörte, hängt das stark von dir ab. Dr. Lee?
Das wär's erstmal, danke. In Ordnung. Okay, hat sie jetzt den Chip installiert oder nicht? Jetzt gut, jetzt haben wir mit ihr auch noch geredet. Falls es noch niemand erwähnt hat, von 22 bis 6 Uhr ist Ruhezeit. Doktor! Da du neu hier bist, solltest du dich mit den Sicherheitsmaßnahmen vertraut machen. Je früher, desto besser. Regeln schaffen Ordnung und Ordnung sorgt für Effizienz. Du klingst wie meine Mathelehrerin in der 5. Klasse. Die habe ich gehasst. Bei ihren Regeln ging es bestimmt nicht um Leben oder Tod. Wenn du die Protokolle in unseren Laboren nicht befolgst, könnte das zu schweren Verletzungen führen oder zu schlimmeren. Ich habe ein paar Handbücher zusammengestellt. Allerdings ist das Jahre her. Ich lass dir eins zukommen. Wie dick ist dieses Handbuch? Nur ein paar tausend Seiten, aber ich finde, das liest sich schnell. Wirklich. Dann mach's gut. Danke, darauf habe ich gewartet. Ja? Ich glaube, weiß nicht, können wir hier noch irgendwas machen? Da ist ja zu. Schraubenschlüssel, hier wäre noch ein Terminal. Regeländerung. Ja. Wer hält sich schon an Regeln? Sollen wir da vielleicht irgendwo dieses Holoband reinpacken? Nee, ich glaube nicht. Oder Sergeant Lees? Nee. Scheinwerferüberbrückungsprogramm. Oder ich guck gerade noch mal. Wo war denn das mit dieser versteckten Mitteilung? Ah, wir sind also hier. Da wäre noch eine Powerrüstung. Ja, okay. Brauche ich ja erstmal weniger. Lade die verschlüsselte Nachricht hoch. Haben wir die jetzt hier irgendwo im Dings drin? Oh, können wir mal die. Hab glaube ich auch noch nicht reingeschaut. Die Statistiken. Ah, da können wir nachgucken, wo es wie fehlt. Das ist auch nicht schlecht, wenn ich mich darum mal kümmern würde. Dann gucke ich doch mal ins Inventar. Hilfsmittel? Nee, diverses ja wahrscheinlich. Irgendwie. Ich weiß ja nicht. Steht da unten irgendwie Passwort, Waffenkammer? Und bei V, ob da irgendwas ist? Nee.
keine Ahnung. Naja, vielleicht müssen wir da auch wirklich erstmal noch irgendwas anderes erledigen. Also, dass wir erst ein paar Informationen sammeln und dann Bescheid sagen. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Da haben wir noch einen Runner. Melden Sie alles Verdächtige dem SEB. Okay, wie auch immer das ist. Ich wünschte, Sie hätten Vater so wie wir gekannt. Sie kennen das Protokoll, Sir. Nur für autorisiertes Personal. Dr. Ayo denkt also, er kann sich in seinem Büro verstecken? Gut, dann sag ihm, dass ich mit Vater über diese unangekündigten Sicherheitskontrollen sprechen werde. Mein Quartier mitten in der Nacht zu durchwühlen, ist vollkommen inakzeptabel. Ich leite Ihre Nachricht weiter, Doktor. Bitte mach das. Schön, dich zu sehen. Geht's dir gut? Doc? Willkommen, willkommen. Schön, dich kennenzulernen. Ich hoffe, du wirst das Institut als dein neues Zuhause ansehen. Was machst du denn hier? Ich bin verantwortlich für Unterkunft und Versorgung. Ich sorge dafür, dass alle ein komfortables und produktives Leben führen. Du solltest wissen, dass es für viele von uns eine große Ehre ist, dich hier zu haben. Interessant. Nichts zu melden, Sir. Das ist schön, dann gehe ich da mal rein. Ach, da ist das SEB, okay. Ich denke wirklich darüber nach, in der Robotik mal mit dem Knüppel reinzuschlagen. Und was jetzt? Sie trödeln mit meinen angeforderten Zielverbesserungen rum. Vielleicht sollte ich mal ein paar Runner mitnehmen. Das wäre mal eine Botschaft. Bitte nicht. Es gibt schon genug Reibereien zwischen uns. Und eigentlich allen anderen Abteilungen. Wirst du etwa theoretische weich, Grenzen Alana? Sind dazu da, meine Methoden um bringen zu Ergebnisse. Werden. Und so auch diesmal. Wirst schon sehen. Okay, das scheint aber wohl hier die Polizeistation zu sein, wenn man es mal so nennen will. Oder die Stasi. Wenn die Abteilung Robotik ein bisschen vorsichtiger wäre, würde kein Zünd zu fliehen versuchen. Entschuldigung, Doktor. Ah, da bist du ja. Justin Ayo, stellvertretender Direktor des Synth-Einbehaltungsbüros. Ich will ganz offen sein, wir werden dich in nächster Zeit genau im Auge behalten. Trotz deiner Verwandtschaft mit Vater wissen wir nur wenig über dich. Das verstehst du sicherlich. Es wird doch keine Probleme geben, oder? Warum vertraust du mir nicht? Ganz ehrlich? Weil du jemand von draußen bist. Seit langer Zeit die erste Person von draußen, die das Institut betreten darf. So etwas gab es noch nicht oft. Daher ist es normal, etwas vorsichtiger zu sein. Ist nichts Persönliches, bestimmt nicht. Also, Vater hat mich gebeten, dir einen kurzen Überblick über das Synth-Einbehaltungsbüro zu geben. Wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, Synths zurückzuholen, die sich unter den Menschen an der Oberfläche verstecken. Warum wollen Synths überhaupt fliehen? Synths wollen nicht. Sie sehen vielleicht wie Menschen aus, sind aber Maschinen. Warum sie fliehen wollen, untersuchen wir gerade noch. Unser wichtigstes Instrument ist der Runner, ein Synth der dritten Generation, der an der Oberfläche arbeitet. Runner spüren aus dem Institut geflohene Synths auf und holen sie zurück. Sie sind höchst selbstständig und können kämpfen, infiltrieren und aufspüren. Mit einem Wort, unsere Runner sind gnadenlos. Aber das weißt du bestimmt, da du ja schon einem begegnet bist. Ich würde ja zu gerne wissen, wie du ihn besiegt hast. Ich sage es dir nur ungern, aber euer Runner war nicht sonderlich stark. Dann hatte die Einheit wohl einen Defekt. Das ist selten, aber ab und zu kann Fehler auftreten. Ich muss wohl in der Robotik nachfragen, ob sie eine Diagnose der gesamten Produktion durchführen können. Als hätten wir nicht genug Probleme. Also, wenn sonst nichts mehr ansteht, gehe ich wieder zurück an die Arbeit. Wenn du der stellvertretende Leiter des SEB bist, wen vertrittst du dann? Unseren Leiter, Dr. Zimmer. Er überwacht die Rückführung einiger wichtigerer Einheiten. Während er weg ist, sorge ich für einen reibungslosen Ablauf. Diesen Dr. Zimmer haben wir doch in Fallout 3 kennengelernt. Eine neue Nahrungsergänzung. Da war der doch auch auf der Suche nach einem... entlaufenen Synth oder einem, ja... den wir damals, glaube ich, gerettet haben. Du hast doch bestimmt noch was zu sagen, oder? Justin. Was willst du? Und mach es bitte schnell. Du hast die spezielle Ausbildung der Runner erwähnt. Erzähl mir mehr darüber. Das SEB überwacht ständig unsere Gen 3 Synths und sucht nach bestimmten Eigenschaften.
Diejenigen, die beharrlich, furchtlos und unabhängig agieren, durchlaufen ein hartes Trainingsprogramm. Sie erlernen den Kampf mit und ohne Waffen, Untersuchungstechniken sowie psychologische und mechanische Fertigkeiten. Diejenigen, die dann einen finalen Test bestehen, werden zu Runnern. Bei den anderen werden die Erinnerungen gelöscht, bevor sie wieder ihren vorherigen Aufgaben nachgehen. Dr. Ayo. Ja, was denn? Ich würde gern mehr über die Rückführung der Synths erfahren. Gut. Wenn ein Runner einen Synth gefunden hat, benutzt er dessen Rückrufcode, um seine Erinnerung zu löschen und ihn zu deaktivieren. Dann beginnen wir mit der komplizierten Wiederherstellung der ursprünglichen neuralen Bahnen. Ist dieser Vorgang erfolgreich, geht der Synth wieder seinen Pflichten nach, ohne Erinnerungen an seine Zeit an der Oberfläche. Oftmals können wir den Schaden aber nicht reparieren und müssen die gesamte Einheit entsorgen. Das klingt ja alles dann doch nicht so gut. Ja, und die Frage ist, dass... Es gab eine Sichtung. Du hast nicht vielleicht noch einen Polarisator übrig, oder? Wer ist denn im Sektor? Zurzeit nur X271. Dann lass ihn mal los. Entschuldigung. Die Hälfte der Zeit verbringe ich damit, die Leute zu besänftigen, die Justin verärgert. Wir müssen mit den anderen Abteilungen zusammenarbeiten können und das ist schwierig, wenn sie ständig sauer auf uns sind. Was macht Justin denn, dass es zu Reibereien kommt? Er ist einfach aggressiv und anstrengend. Er glaubt, seine Probleme sollten für alle das Wichtigste sein. Ich muss aber zugeben, dass die anderen Abteilungen unsere Bedürfnisse nie besonders ernst genommen haben. Sie sehen uns wohl als notwendiges Übel an. Das ist wirklich nicht fair. Aber was erzähle ich wieder? Die erste Chance, uns miteinander bekannt zu machen und ich beschwere mich nur. Wie dem auch sei, es war schön, dich kennenzulernen. Dr. Secord! Das Direktorat sollte die geflohenen Synths ernster nehmen. Auch Synths können Fehlfunktionen haben, wenn das nur nicht so oft passieren würde. Okay. Mal schauen wir uns hier noch mal ein bisschen um. Das ist wohl der... Oder ist das hier der Dings? Sensor, Applikator, SCP. Können wir da vielleicht was machen? Das ist bestimmt interessant, oder? Mhm. Okay. Leo. Liste der Informationen. Aha. Das ist ja, glaube ich, schon mal nicht schlecht, oder? Cricket, Tommy Liegen. Die Gamla Gala. Okay, Doc Weathers, AJ. Der Henry Cook. Interessant. Auch hier können wir, glaube ich, nichts hochladen. Klauen wir erstmal noch ein bisschen. Dann schauen wir uns das da unten mal noch an. Das erinnert mich hier so ein bisschen an Total Recall, an den Film. Wahrscheinlich wird es dann auch ähnlich verwendet. Das ist das gleiche Terminal? Nee. Neuer Besucher. Okay. Verschwundene Synths. Und doch noch ein bisschen was zu lesen hier. Ach, interessant. Wir haben also einen Bürgermeister. Der Bürgermeister ist ein Synth. War da, hat das nicht irgendeiner schon angesprochen gehabt? Ich weiß es ja gar nicht mehr. Deswegen war der wahrscheinlich auch gegen die Kadler so. Weil
Wie hießen die hier, unsere die Reporterin? So. Wie gesagt, das überfliege ich nur kurz. Da hat jemand viele Kronkorken. Und die Zugriffsprotokolle, alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.